Hallo, meine Lieben, guten Morgen. Wir machen weiter im zweiten Teil von der dritten Mission Rache, der babylonischen Kampagne. Wir waren ja eben gerade so ein bisschen dabei, hier die Stadt einzunehmen. Also, das ist Babylon. Traurig, aber es ist Babylon. Wir werden hier die Leute einnehmen, die auf dieser Karte unterwegs sind. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Oh, das sind zwei Beschossene. Eigentlich sind die ja ganz cool, die beschossenen Kriegswegen, aber natürlich auch blöd einzunehmen. Eng in so einer knappen, engen Kiste hier. Okay, sie ist auf dem Stack. Dann kann ich sie mir auch so holen. Nee, nicht darauf schießen. Okay. Wir haben langsam ein bisschen mehr zusammen. Unsere Armee wird auch stärker. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alle Gelben hier auf der Insel haben. Wahrscheinlich noch nicht. Erstmal gucken, ob es in der Ruine noch was gibt hier. Die sich da hinten irgendwie verstecken. War auch schon lange nicht mehr von dem braunen Schiff. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und auf jeden Fall machen meine zwei Kollegen hier ab. Beide Leute. Oh, Gold ist alle. Jetzt ist nicht mein ganzes Gold verballert. Zumindest was auf dieser Stadtinsel ist. Gucken, ob wir noch mal, ob wir hier noch welche locken können oder ob es das tatsächlich war. Das war's auf dieser Insel. Okay, alle Mann raus. Und auf die andere Seite. So, da ist mal wieder ein Schiff. Ich sollte auch mit meinen Leuten mal ein bisschen nach vorne fahren. Ist besser abzublocken. Ich will ja vor allen Dingen mit meinen Mönchen auf die andere Seite, um noch mehr Einheiten mir zu holen für den Krieg gegen die Braunen. Und ja, ich meine, ich bekehre ja die Gelben. Die muss ich ja wahrscheinlich auch bekehren. Die werden ja wahrscheinlich dazugehören. Auch nett, dass er sich nicht upgradet. Das hilft. So. Let me see what we have here. Cool, den ersten Nachbarn. Haben wir auch schon ein bisschen aufgeräumt auf der Insel, haben wir ja schon. Nee, das ist nicht cool. Das solltest du nicht machen, eins gegen eins.
1 gegen 1 macht keinen Sinn. Was hast du deine ganzen Kumpanen hier? So, du, fahr mal zurück, lass dich heilen. Stimmt! Wir kriegen ja Armee, wenn wir sie finden. Das hat man uns versprochen, die Armee. Ich weiß nicht, ob das alles ist. Hier ist jetzt nicht mehr so üppig mit Gegnern. Einmal will man sie haben und dann sind sie nicht da. Gut, gehen wir mal hier rüber. Kann ich aber auch schon mal den Rest der Armee rüberbringen. Dann noch mal zum Priester bauen. Priester stellen mehr Glaub. Habe ich nicht genug. Dann nehme ich lieber noch einen extra Priester. So, seid ihr alle drin? Andere Straßenseite wollte ich gerade sagen. Ah, da werden doch Gegner kommen, wenn wir die angreifen. Den Turm da angreifen. So, heilen. Raus. Da drüben fahren. Heilen. Hier oben gehen. Bitte noch da gehen. Was ist hier los? Alle nichts zu tun. Alle einfach Holzer. Passt schon. Okay. So. Lass den ersten Turm fallen. Wenigstens mal ein bisschen rum hier, die Katapulte im Gegensatz zum letzten Mal. So. Da gibt es keine Gegner. Da gibt es keine Gegner. Na gut, wenn es hier auch keine Schiffe gibt, erstmal. Da, da ist der.
Ah, schöne Bucht. Oh, oh, oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Gewinn ich? Nee, oder? Voll auf den Sack gekriegt. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Darauf war ich nicht vorbereitet, Leute. Ja. Viele Schiffe bauen erstmal. Was machen wir? Gehen wir auf die andere Seite wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal tippen. Und holen uns da dann ein bisschen Stein. Aber dafür brauchen wir erstmal wieder die Wasserherrschaft, die ich gerade bauen möchte. Ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das mit den Belagerungsschiffen klingt eigentlich gar nicht schlecht, aber ich habe ja keine Schiffe. Also ich habe keine Belagerung, kann auch gar nicht bauen. Das können die ja leider nicht. Eieieiei, das hat geschmerzt, Leute. Das hat geschmerzt. Auf jeden Fall. Bin ich zu sehr einfach reingelaufen in die Sache. Muss man auf jeden Fall das Gold da sichern. Oh, ihr zwei macht auch noch Nahrung. So. Wenn ich oben. Finden wir das nochmal. Da drüben hingehen. Wahrscheinlich ist das das Beste. Werde ich schon mal machen. Ein paar Leuten.
Während ihr hier unten abschirmt, sind die gleich zum Verteidigen, ja? Die gehört ja uns, die wird uns auch keiner wegnehmen, vermute ich einfach mal. Ganz stark. Ihr seid die 5 Auserwählten, die in ein neues Land dürfen. Ihr kommt mal mit zur Verteidigung. Ah, habe ich aber habe ich aber Aua bekommen. So, ihr Lager da. Okay. So was? Wir haben doch quasi alles. Wir brauchen hier drüben Tempel. Baut so eine kleine Wirtschaft auf hier drüben. Hier ist ja nicht mehr viel los. Das, was ihr machen könnt. Elefant jagen. Warum nicht? Oh, no. Warum nicht das Umsonstnahrung? Die Umsonstnahrung erstmal nehmen. Mehr Nahrung aus den Dings rausholen. Läufst du eigentlich lang, um Gold abzupacken? Ah, Leute, wollen wir uns sicher nicht um alle selbst kümmern. So. Immer 2 Priester. Und dann mal schauen. Brauche ich Upgrades, ist die Frage. Das ist eigentlich relativ billig. Zwar ist das, dass wir Bogenschützen für Infanterie. Infanterie ist doch ganz gut. Das werden wir bauen. 3 Angriffsschiffe für Nahkampf anhalten. Noch so los. Das ist schon eine andere Insel, glaube ich. Ich glaube, ich werde Heavy in Kasernen gehen. Guck mal an. Schicken wir auch mal nach da unten. Wir werden da jetzt mal ein bisschen hier unten vom Wasser her Stress machen, um vielleicht schon mal ein paar Leute loszuwerden. So. Die haben wir gleich. Okay, cool. Erkunden wir noch mal ein bisschen.
Guck dir das doch mal an. Einheit. Sehr cool. Die Gelben sind ja auch noch nicht zerstört. Also irgendwie müssen die noch irgendwo Sachen haben, die ich jetzt nicht finde. Haben wir einen. Sehr schön. So, vielleicht können wir hier ein paar Eieieiei. Eieiei. Okay, die haben wir. Heilungsrate ist auch ganz nett. Heilungsrate ist noch ganz gut und wir brauchen ein Belagerungsgerät. Meine Schiffe sind leider scheiße. Das ist ein echtes Problem, dass die so kacke sind, die Schiffe. Ich würde ja gerne so ein paar Dorfbewohner irgendwie abfangen. Die haben Arbeit nicht hinter. Wir müssen töten. So. Das hätten wir zerstört. Brauchen wir zwei Katapulte. So, die sind weg. Wenn wir einfach ein paar Häuser zerstören. Abgesehen davon, dass auch immer ein paar Dorfbewohner dann ankommen. Lohnt sich ja auch.
Gibt es keine Dorfbewohner mehr anscheinend irgendwie? Da ist ein Dorfbewohner. Danke. Okay. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich weiß nicht, wie viele Gebäude, wie viele Häuser die haben und ob die die halt auch einfach nachbauen. Ich meine, warum nicht? Das Gold auf jeden Fall, das können wir nochmal angucken. Nee, das Gold haben sie sich nicht geholt. Auf jeden Fall ein gegnerisches Schiff unterwegs, das sich hier vorbeigeschlängelt hat. Aber es hat mich auch einfach ignoriert. Also, von daher ist es halt jetzt so, dass das darum fährt. Also was? Ich speichere. Babylon 3? Dann lege ich nämlich jetzt ein bisschen ab hier. Oh Gott. So, kann ich hier noch mal ein paar Doppelwohner snacken? So. Den hätten wir. Was ist denn hier los? Baby, Baby, Babyflasche? Das ist meine Autoerkennung von. Guck mal. Hast du das eigentlich gesehen? Das ist deine. Bei Windows meine Autokorrektur, die ich da angeschaltet habe. Hat aus Babylon hat mir das Baby vorgeschlagen. Cool. Ein bisschen doof ist es schon, aber. Ihr, dass ihr jetzt ein Baby eingeblendet hattet? Oder?
Ich muss hier mal rumkommen. Ich bin hier die ganze Zeit angeklopft. Sehr schön. Eine nächste Einheit. So, jetzt sind die Türme auch gleich mal kaputt. Kein Gold mehr. Alamas, 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 Umbis. Oh Gott. Wo kamen die denn jetzt her? Hey, das muss ich erstmal stoppen hier. Kann ich so ein paar Wägen in meiner Wirtschaft laufen lassen? Hallo. Hallo? Leute, ich will Pause machen hier. Wie lange hat das denn bitte gedauert? Holy crap, hat das lang gedauert. Na gut. Okay. Da haben sie einen Turm nachgebaut. Dunk. Na gut. Da kann ich leben. Thank you.
Holy crap, wie viele Einheiten die einfach haben. So. Okay. Die erste Attacke ein bisschen überlebt. Eieiei. Okay, sorry Leute. Bisschen länger geworden. Ah. Schwerer als gedacht, da über diese Mitte zu kommen. Oder ob ich mal hier hinten lang muss? Ich weiß. Aber eigentlich ist es, glaube ich, da gar nicht schlecht. Da können wir uns ein bisschen durchkämpfen. Ja, supportet mich hier in dem Spiel, gedanklich. Und indem ihr liked, kommentiert und mir folgt, das wäre auch super. Wir machen direkt weiter eigentlich, natürlich in der nächsten Folge für euch, für mich gleich im Anschluss, damit ich hier nicht aus dem Flow rauskomme. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao.